Am Sonntag wird nicht nur ein neuer Bundestag gewählt. Die Tübinger entscheiden auch über die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn. Und das hat Auswirkungen auf die ganze Region, denn es ist ein Unterschied, ob Fahrgäste aus Reutlingen, Rottenburg oder Herrenberg direkt bis zu den Kliniken durchfahren können oder ob sie am Hauptbahnhof umsteigen müssen. Fototermin am Donnerstagnachmittag. 20 Bürgermeister aus der Region Neckaralb zeigten sich geschlossen für ein Ja beim Bürgerentscheid am Sonntag. Denn gerade für das Tübinger Umland würde es einige Vorteile bringen. Die Fragestellung am Sonntag lautet: Soll in Tübingen die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn Neckaralb gebaut werden? Es geht also zunächst nur um die Innenstadtstrecke, die den Hauptbahnhof mit den Kliniken verbinden soll. Doch der Bürgerentscheid habe Auswirkungen auf das Gesamtprojekt, sagt Oberbürgermeister Boris Palmer. Die Innenstadtstrecke ist das Herzstück der Regionalstadtbahn, nicht etwa der Wurmfortsatz. Von 120.000 Fahrgästen, die insgesamt im gesamten Netz unterwegs sein sollen, sind 30.000 für die Innenstadtstrecke prognostiziert. Also jeder Vierte benutzt auch die Innenstadtstrecke. Und wenn die wegfällt, dann ist das ganze Projekt in Gefahr. Stimmt nicht, sagen die Gegner. Sie sind auch für die Regionalstadtbahn, aber nicht für die Innenstadtstrecke. Denn diese sei unnötig und würde einige Probleme mit sich bringen. Los geht's hier an der Neckarbrücke. Die steht aus unserer Sicht bombensicher. Man müsste sie aber erneuern, abreißen, neu bauen in dem Moment, wo die Stadtbahn kommt. Denn die kann das Gewicht der schweren Züge, 120 Tonnen, 75 Meter lang, nicht tragen. Die Neckarbrücke in Tübingen kommt ans Ende ihrer Lebensdauer und muss ersetzt werden. Und dann sollte man das am besten gleich mit dem Bau der Regionalstadtbahn machen und nicht nacheinander. Es folgt die Mühlstraße, die sei zu eng. Alle 3,5 Minuten würde eine Bahn vorbeifahren. Dichte Stress für Fußgänger und Radfahrer. Für die stelle die Gleise ein Unfallrisiko dar. Und auch die Außengastronomie müsse verschwinden. Dann habe ich einmal die Situation an der neuen Aula, die sich hier um die Kurven quietscht, während Prüfungen sind. Das ist ein großes Problem für die Universität, die sagt, oh, da müssen wir alles hochdämmen. Weitere Argumente der Gegner: zu teuer, eine für den Einzelhandel schädliche Großbaustelle und eine schlechte ökologische Gesamtbilanz. Oberbürgermeister Boris Palmer widerspricht. Wir haben weniger Stau, weniger Abgase und es gilt auch, wenn es allmählich mehr Elektroautos gibt, denn da muss auch erstmal die Batterie hergestellt werden. Deswegen kann man nicht für Klimaschutz sein und gegen die Innenstadtstrecke in Tübingen stimmen. Das widerspricht sich einfach. Ein weiteres Argument der Gegner: es käme zu elektromagnetischer Strahlung und zu Erschütterungen. Schlecht vor allem für Universitätsinstitute, Kliniken und Arztpraxen. Dann haben wir entlang der weiteren Strecke das Werner Siemens Imaging Center. Da haben wir Kostenrisiken von 30 bis 40 Millionen. Die sind noch nicht eingepreist. Das heißt, wir haben ein großes finanzielles Risiko in der Stadtgesellschaft, wenn wir die Stadtbahn bauen. Doch die entscheidende Frage ist: Was geschieht, wenn die Tübinger am 26. September mit Nein stimmen? Was wären die Alternativen? Es gibt keine, sagt Boris Palmer. Alle Alternativen außer Schnellbus und Seilbahn scheiden von vornherein aus. Schnellbus sei zu teuer und Seilbahn nicht wirklich realistisch. Das hieße: Entweder wird Busfahren und Bahnfahren attraktiver, durch die Innenstadtstrecke sehr viel, dann steigen Leute um. Oder man lässt es, wie es ist, dann muss man das Autofahren unattraktiver machen. Mit Pförtnerampeln und Straßenverengungen würde dann bewusst für Stau gesorgt. Die Gegner sehen das anders. Wenn der Bürgerentscheid, was wir hoffen, negativ für die Stadtbahn ausgeht und positiv für Tübingen, dann haben wir erst mal 3 Jahre Zeit, in der der Gemeinderat nichts entscheiden kann und können dann diese Pläne im Detail ausarbeiten, neu bewerten und die grundlegenden Fragen klären. Mit den Schienen, so kritisieren die Gegner, würden alle Alternativen verbaut. Alternativen, die es laut Befürworter nicht wirklich gibt. Die Kapazität der Regionalstadtbahn sei wesentlich größer, sagen sie. Sie sei komfortabler als die Busse, barrierefrei, schneller, umweltfreundlicher und die Aufenthaltsqualität sei größer. Das heißt, die Tübingerinnen und Tübinger stimmen auch wesentlich darüber ab, ob Menschen, die als Krankenschwester oder Arzt an der Klinik arbeiten, künftig komfortabel in die Stadt kommen oder mit dem heutigen Zustand leben müssen. Was heißt, sie fahren meistens Auto. Eine Umfrage unter den Klinikbeschäftigten hat ergeben, dass die Mehrheit sich für die Stadtbahn ausspricht.
Doch gerade das Klinikargument, so sagen die Gegner, ziehe nicht. Im Moment haben wir alle 5 bis 7 Minuten eine durchgehende Verbindung hoch zur Klinik, die relativ zügig auf die Klinik hochführt. Wenn ich jetzt aber nur alle halbe Stunde eine durchgehende Verbindung habe, dann bin ich an meinem Arbeitsplatz entweder zu früh, das will ich nicht, oder zu spät, das will ich genauso wenig. Aber die bisherigen Buslinien blieben auch mit der Innenstadtstrecke erhalten, sagen die Befürworter. Die Argumente sind jetzt ausgetauscht. Wer am Ende den Bürgerentscheid gewinnt, zeigt sich am 26. September.